Hi, wir sind Nadine und Nico von Wenn Wandern. Heute haben wir uns überlegt, mal etwas anderes zu machen. Wir sind mit Landvergnügen heute unterwegs und wollen uns hier in der Region ein kleines Weingut angucken. Und das bei doch recht herrlichem Sonnenschein. Ich würde sagen, kommt einfach mal mit und schaut es euch an. Schön aus hier. Hi, wir befinden uns jetzt auf dem Weingut Patke und machen uns jetzt gerade auf zu Olli. Olli ist da zu sehen. Olli ist der Olivenbaum, der hier als kleines Maskottchen beiwohnt. Der ist schon 650 Jahre alt. Genau. Dann kann man noch gleich die Reben sehen, ne? Die so gerne nach Kroatien fahren und ein mediterranes Flair auf ihrem Hof haben wollten. Deswegen haben sie den Olli hier hingepflanzt. Das Weingut ist sehr neckisch und liebevoll angelegt und im Sommer kann man hier den ein oder anderen Wein verköstigen. Das jetzt mal ein bisschen aufmachen und werden das Weingut hier mal ein wenig erkunden. Leute, und da hinten steht er direkt zwischen den Weinreben. Hier auf dem Weingut wird nicht nur Wein angebaut. Unter anderem haben die hier auch noch zwei große Erdbeerzelte, wo es selbstgemachte Erdbeermarmelade gibt, die wir morgen zum Frühstück verkosten werden. Kommt jetzt. Wisst ihr die jetzt aus? Guck mal, wie viele das sind. Ja. Wir haben das Weingut etwas erkundet, haben uns im Hofladen die ein oder andere kleine Leckerei gekauft und werden uns die jetzt zurückziehen ins Wohnmobil und Abendbrot essen. Ja. So, wir haben hier im Hofladen das ein oder andere Produkt gekauft. Auf das hier freue ich mich schon. Das ist Weingelee, habe ich noch nie probiert vorher. Das kann man zum Frühstück morgen mal ausprobieren. Freue ich mich schon drauf, mal gucken, ob das schmeckt. Und zum Abendbrot esse ich heute das hier. Zwiebelmarmelade, habe ich auch noch nie gehört. Mal gucken. Riechen tut's gut. Kann man doch mal rein. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr kräftig. Sehr zwiebelig. Sehr kräftig nach Zwiebeln, aber ich probiere es auf jeden Fall auch. Auf einen schönen Abend. Auf einen schönen Abend. Auf die Oliven. Was kosten die Salami? Ja. Die ist lecker. Oh, die ist richtig lecker. Richtig gut, nicht? Schön kräftig. Schmeckt sogar die Walnuss mit raus. Ja. Nach dem leckeren Abendbrot haben wir uns jetzt Bett fertig gemacht.
wir liegen ja hier direkt zwischen den, oder wir stehen ja hier direkt zwischen den Weinreben. Da werden wir heute Nacht bestimmt vom Wein träumen. Wir wünschen eine gute Nacht. Schlaft schön. Gute Nacht. Früh zum Frühstück gibt es bei uns Eier. Und wie schmeckt die Erdbeermarmelade? Richtig lecker. Das Weingelee schmeckt auch richtig gut. Das schmeckt wirklich so, als ob man zum Frühstück Wein auf dem Brötchen hat. Wir frühstücken jetzt noch zu Ende und dann ist unser Kurztrip auch schon leider Gottes wieder vorbei hier auf dem Weingut Partke. Uns hat es hier wirklich gut gefallen. Ja, wir müssen morgen wieder arbeiten, deswegen müssen wir jetzt wieder nach Hause und sagen einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Nadine und Nico von Wenn wandern.